Swedish national anthem, and I really believe that you will stand up for both the national anthems. Coming in very soon, in the blue corner from Hamburg in Germany, Alexander Dmytrenko. Dein Apostel Herz seines Kriegers. Jeder Kampf hinterlässt seine Spuren, aber du bleibst am Ende Sieger. Du bist eine Kämpfernatur, in deiner Brust steht das Herz eines Kriegers. Jeder Kampf hinterlässt seine Spuren, aber du bleibst am Ende ein Sieger. Also steh auf, jeder Lauf, geht ballen, gib nicht auf, komm, steh auf, jeder Lauf, ohne Blick, Knockout. Es ist Zeit aufzustehen, ein bisschen breit aufzusehen, sich gegen Leid aufzulehnen, sich dabei weit draufzulehnen, sei diesen Streit aufzustehen, statt sie heben, der Wärme, diesen Teig aufzugehen. Das zeigt auch mein Leben, es ist das Leben meines Kämpfers, doch nicht von Gewalt geprägt, dann riecht auch kein Henker, kein Killerherz, so kalt wie Leben, doch gebe ich euch Dämpfer, dass ihr nicht... Take care of the action inside of the ring, Timo Habigost. Also Timo Habikors, der dritte bei dem Ring. Always a clean fight, we go about 12 rounds. Keep in mind the bad line. Natürlich, du weißt, wie nennen wir sich, der Dmytrenko. Good luck and back to your corner. So, mal gespannt. Ja, der K.O.-Garant fast schon. Avian Granat gegen Alexander Sascha Dmytrenko. Für ihn kann es der Sieg, das Sprungbrett sein in die großen Ranglisten und für Dmytrenko das Anfang von Ende, wenn er hier verlieren sollte. Hier ist mal am Boden, allerdings weggedrückt. Der Granat ist ein gnadenloser Puncher. Der Tricks aufwärts. Da wackelt er schon, der Dmytrenko. Ja, Dmytrenko hält fest, Granat schlägt zu. Kaltemar ist das große Talent. Räderlegende Fritz Dunek. Ganz großes Stück auf ihn gehalten. Dmytrenko. Aber noch irgendwann ist er stehen geblieben. Na, ja, klammert sich da mal lustig. Die ersten 1,5 Minuten dieses Fights. Und er geht runter. Da geht der Granat runter. Oi. Habikors zählt die jetzt an oder steht auf stachsigen Beinen. Was ist denn das? Damit hat keiner gerechnet. Oi, der ist angenockt. Und jetzt, was macht Dmytrenko? Macht er hier Schluss? Nochmal rechte, linke, zack. Zum Kopf, Granat ist fertig. Granat bleibt zwar stehen, aber er fängt links, rechts. Ein nach dem anderen und es geht doch wieder runter. Und ich denke, der Kampf müsste vorbei sein. Oder kommt er nochmal auf die Beine? Der ist gar nicht mehr hier bei Sinn, denn nee, der kommt nicht mehr hoch. Habikors zählt ihn an und Habikors zählt ihn aus. Und der Dmytrenko, der gewinnt den Kampf, der krasse Außenseiter. Alle haben damit gerechnet, dass Granat hier frühzeitig Schluss macht. Alle haben gedacht, der Dmytrenko ist nach seiner brutalen Niederlage gegen Parker nicht mehr in der Lage, durch einen Kampf hier siegreich zu bestreiten. Und dann haut er den Granat in der ersten Runde weg. Das ist hier, ja, ist eine Sensation, das muss man sagen. Und ja, in der Halle ist Totenstille.
Adrian Granat hat er nicht aufgepasst, hat gut begonnen und dann fängt er sich diesen Haken ein davon, Sascha Dimitrenko. Und da war er eigentlich doch benommen, als er sich wieder den Kampf gestellt hat. Und dann hat er Dimitrenko, das macht natürlich auch einen erfahrenen Kämpfer aus, die Sache beendet. Erol Ceja natürlich jetzt hier bedient, logisch. Aber steht zu seinem Mann und es war keiner, der nach einer Niederlage sagt, kommt, das war's jetzt. Aber nochmal Hut ab vor Alexander Dimitrenko. Das hat ihm keiner zugetraut. Aber wie er hier mit Koren Gevor sein Trainer, wie er das hier beendet hat, das war schon gut. Also muss man sagen. Und jetzt ist er plötzlich wieder da und ein ernstzunehmender Gegner. Weil so ein Fight, so ein Sieg in der Fremde, es gibt natürlich auch Selbstvertrauen. Und 34 Jahre ist er erst. Ich kann mir vorstellen, dass er erstmal wieder in den Ranglisten aufkreuzt, aus denen er verschwunden ist. Und für ihn ist es natürlich eine herbe Enttäuschung für Adrian Granat. Aber er ist 25 Jahre und ja, auch da muss man durch. Das ist immer. Und da gibt es braven Beifall für Granat. Ja, wie sagt man da? Kalt erwischt in Runde 1, das ist immer drin. Und gerade im Schwergewicht, da ist eben bei der Urgewalt der Schläge alles möglich. Aber dass der Dimitrenko ja in Runde 1 gewinnt, damit hat nun wirklich in der Halle sowieso niemand gerechnet. Michael, ich denke an dich. Wahnsinn. Also wirklich ein großartiger Kampfabend. Aber dass der Hauptkampf natürlich dann so ausgeht, damit hat keiner gerechnet. Hier ein Riesencut auch noch über dem Auge. Also das ist wirklich ein Abend zu vergessen für den Adrian Granat. Hat er gegen Franz Rehl am Anfang auch in der ersten Runde seine Probleme gehabt oder in der zweiten hat er richtig eingefangen. Hat der Rehl aber nicht nachgesetzt, sondern wollte noch ein bisschen mit ihm spielen. Und dann kam er immer besser in Schuss und hat dann die sechste Runde K.O. gewonnen. Und darauf hat es der Dimitrenko erst gar nicht ankommen lassen. Der hat direkt nachgesetzt nach dem ersten Wirkungstreffer. Da ging er runter und dann hat er die Sache hier aber in eindrucksvoller Manier beendet. Das warten wir natürlich auch hier noch das Urteil ab, meine Herren. Den Abend haben sich anders vorgestellt, der Granat. Aber wie gesagt, was ist passiert? Einen Kampf verloren, mehr auch nicht. And 7 seconds into the very first round. Winner in the blue corner from Hamburg, Germany by knockout, Alexander Dimitrenko. Alexander Dimitrenko, K.O.-Sieger in Runde 1 gegen Adrian Granat. Die Überraschung. Mit Sicherheit der Boxwoche. So, und jetzt bekommt er diesen International Gürtel aufgeschnallt. Ja, aber faires Publikum hier in Malmö. War nicht der ganz große Beifall für Dimitrenko, aber immerhin ein bisschen. Ja, den Gürtel, den wird er ganz hoch hängen in seiner Trophäensammlung. Das war dann wirklich ein überraschendes Teil. Vielleicht sehen wir noch mal eine Zweitlupe von diesem dramatischen Verlauf hier in der ersten Runde. Jetzt gibt es erstmal ein Interview noch mit Alexander Dimitrenko. Ne, gibt noch ein Foto. Ja gut, dann verabschiede ich mich hier mal aus Malmö von einem wirklich großartigen Kampfabend mit einem sensationellen Ende.